Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und nochmal Chaire für alle, die gerne auf Altgriechisch begrüßt werden wollten. Im letzten Part haben wir eine große Armee der Seleukiden vor Tarsus vernichtet, zusammen mit unseren rhodischen Verbündeten. Wir haben die Taschen voller Geld, sind insgesamt sehr gut aufgestellt, und ich werde jetzt nochmal zwei Armeen umbenennen. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Aber diese eine hier zuerst. Diese werde ich jetzt Kleobis nennen, weil leider unterstützt das Spiel keine griechische Schrift. Sonst hätte ich hier ein paar schöne, coole Sprüche aus dem Griechischen nehmen können. Was zum Beispiel ganz cool gewesen wäre, wäre sowas wie Nike, Thanatos, Sieg oder Tod oder irgendwie sowas. Das wäre ganz cool gewesen. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Also, und diese Armee werde ich Biton nennen. Das hat auch was mit unseren Herrscherpersönlichkeiten oder mit den pergamenischen Herrscherpersönlichkeiten zu tun. Und diese Namen sind natürlich nicht willkürlich ausgewählt. Und zwar ganz kurz zu der Geschichte von Kleopis und Biton. Das waren die Söhne einer Hera-Priesterin in Argos. Diese Hera-Priesterin musste zu einem Opferfest, konnte aber nicht rechtzeitig dorthin gelangen, weil ihre Ochsen für den Karren, die sie für ihren Karren brauchte, noch auf dem Feld arbeiten mussten. Und ihre Söhne erklärten sich bereit, ihren Karren zu diesem Opferfest der Hera zu ziehen. Die Söhne waren auch bekannt dafür, dass sie besonders stark und kräftig waren. Und die Mutter hat dann nachher ihre Göttin gebeten, sie möge doch den Söhnen das Schönste zuteil werden lassen, was einem Menschen passieren kann. Und die Söhne sind daraufhin eingeschlafen, nicht wieder aufgewacht, also einen sanften Tod gestorben. Und da kann man vielleicht an der Stelle sagen, dass es eine ganz besondere Sichtweise der Griechen auf das Leben zu dieser Zeit eben wirft. Früh stirbt, wen die Götter lieben, ja, also die Söhne im besten Alter, im Jugendalter und noch in voller Kraft stehend, wurden zu den Göttern geholt. Insofern ist das hier durchaus poetisch zu verstehen, auch nicht irgendwie als Lebensratschlag oder ähnliches. Ja, gut, und diese beiden, so jetzt komme ich wieder zu der pergamenischen Dynastie zurück. Diese beiden Brüder, Kleobis und Biton, ein wirklich legendäres Bruderpaar, die schon zu minoischer Zeit verehrt wurden in Griechenland. Da gibt es schon Statuen, die dann auch dieses typische minoische Lächeln bei diesen frühen Statuen aufweisen. Die wurden auch, oder man hat damit auch Eumenes und Attalos den Zweiten, Eumenes den Zweiten und dessen Bruder Attalos den Zweiten bezeichnet, die als Brüder in Pergamon, im pergamenischen Reich geherrscht haben und eben fair nebeneinander geherrscht haben. Ich glaube, Attalos der Zweite trug auch den Beinamen Philadelphos, das ist der bruderliebende. Philadelphia ist die Bruderliebe, also die aufrichtige Zuneigung zweier Brüder, und jetzt fällt mir hier gerade was auf, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ich sage euch gleich, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Ja, und das ist doch eigentlich insgesamt auch eine sehr schöne Sichtweise auf dieses pergamenische Adelsgeschlecht, dass die eben auch einträchtig hier nebeneinander geherrscht haben. Ich nehme jetzt hier noch drei Hopliden mit rein. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der beste Weg ist. Ich stelle mir es eigentlich eher so vor, dass hier zwei Tureos-Speere reinkommen, dass einer der Steinschleuderer rausfliegt und dann nochmal einer der Hopliden rausfliegt und dass wir dann noch zwei galatische Schwertkämpfer mit reinnehmen, damit wir noch eine gute Nahkampfinfanterie haben, die noch etwas mobiler ist als diese Hopliden. Das werden wir aber nachher dann machen. Und vielleicht nehmen wir noch eine Einheit Kavallerie raus, mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall ab jetzt mit zwei Armeen hier durch die Gegend laufen. Vorhin ist mir das Spiel abgestürzt, als ich die Armee von Linus auflösen wollte. Ich denke mal, wir könnten mal schauen, wenn ich jetzt
mal hier hingehe und nehme mir die Einheiten alle raus. Okay, das war genau falsch rum. Der kommt nämlich nicht bis darüber und ich möchte eigentlich jetzt gerne schon drum rekrutieren. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Okay, gut, das geht bei dir auch nicht. Dann machen wir Folgendes. Du nimmst, also die Armee Biton übernimmt die relativ günstigen Truppen hier. Wird Iconium garnisonieren. Linus wird zum Staatsmann gemacht. Wir werden in Pessinus eine weitere Armee aufstellen. Freunde des Königs. Genau, da gehen nur andere jetzt, okay. Moral für Einheiten, Zahl der Kriegsgefangenen ist wurscht. Nahrung, Wachstum ist gut. Baukosten. Geht so. Vermächtnis wieder einsetzen, bitte. Du nimmst die Armee Pergamos. Und für ihn werden wir auch nochmal so einen günstigen Pikenier nehmen. Ruhig nach Pessinus rein. Wir heuern dann direkt auch mal ein paar Einheiten an. Ah, sehr schön. Thureas-Speere. Zwei Stück. Tarantinische Kavallerie, sehr cool. Ja, und galatische Schwertkämpfe auf jeden Fall einmal. Da brauche ich... Oh, ich krieg sogar zwei. Ich habe den verbessert. Ich habe einen größeren Slot jetzt zum Einheitenrekrutieren. Das ist natürlich hervorragend. Also, das ist natürlich hervorragend. Alles klar, dann nimmst du die jetzt mit. Oh, Thureas-Speere. So tolle Einheiten. Ich liebe sie. Also, momentan sind sie noch stark. Ich bin gespannt, wann sie wieder gebufft werden. Okay, ich glaube, ich kann es mir momentan nicht leisten, weitere Nahrung erstmal in das Bauen von solchen Einrichtungen zu investieren. Deswegen halten wir uns da ein klitzekleines bisschen zurück. Das ist einfach das große Problem, wenn man Rhodos von Anfang an nicht kontrolliert. Typischerweise, gut, hier hat man nochmal einen Hafen. Der bringt nochmal wie viel Nahrung? 6 Nahrung brächte der. Wären wir schon bei 12 und dann könnten wir vielleicht noch hier eines dieser Gebäude ersetzen. Wir müssen jetzt hier nur diese doofen Getreidegruben stehen lassen, damit wir die öffentliche Ordnung hochpushen können. Ohne Rhodos geht das einfach schlecht, weil wir keinen Panem et Cecensis Erlass hier durchpauken können. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, Kapital daraus zu schlagen, dass Salamis momentan zu den Seleukiden gehört und dass wir da wahrscheinlich, ja, da werden wir versuchen, noch so viel rauszuholen, wie irgendwie geht. Wir chillen hier eine Runde in Tarsus. Ich finde es eine Frechheit, dass mein Spion hier nicht mehr sieht, aber gut, was willst du machen? Wir warten noch ein bisschen. Die Galater, da können wir uns Zeit lassen, sollen die sich ruhig mal mit Bithynien rumprügeln. Geschröpft haben wir die schon. Ich bin froh, dass wir Zypern noch geschröpft haben. Auch wenn da nicht so viel Geld bei rumkam, aber insgesamt eine lohnende Sache. Und das hat jetzt nur 193, ne? Aber Zypern gibt's noch. Zypern, gib mir Geld. Liebe, kannst du mir nochmal Geld geben? Wäre vielleicht sogar doch klüger gewesen, das jetzt zu machen, Sache, ne? Überzeugen könnt. Seid willkommen. Da hätt's mehr Geld gegeben, weil die jetzt mehr Geld haben, glaube ich. Die haben jetzt ein höheres Einkommen, weil die keine Truppen mehr haben. Jetzt haben die ja ein Rundeneinkommen von irgendwie 2000 irgendwas oder sowas. Na gut, warten wir mal ab. Gucken wir mal, was die daraus machen. Aber Zypern wird ja jetzt untergehen, vermute ich mal. So. Hoffen wir, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Vorhin ist es mir abgestürzt in dem Moment, als ich den einen General zum Staatsmann gemacht habe, aber das scheint jetzt nicht mehr zu passieren. Okay. Ja, beruhigt noch ein bisschen Iconium. Warum ist die öffentliche Ordnung jetzt wieder schlecht? Ich glaube, der Linus war besser. Lysander ist... Obwohl, Lysander ist okay. Der gibt plus 2 öffentliche Ordnung. Der ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Und hier ist mein Militärausbilder drin. Ja, hervorragend. Okay, wir schauen mal weiter, ja. Was nehmen wir hier noch? Moral bei Hinterhalten und Nachtgefechten. Artillerieexperte. Ermöglicht den Bau mittlerer Belagerungsmaschinen. Ich finde das ja schon irgendwie cool. Ich mache das jetzt mal. Ich mache hier eine Belagerungsarmee noch draus. Ich möchte ja gerne mit einer solchen Armee Städte wie Antiochia erzittern lassen. Und das versuchen wir dann auch mal so entsprechend umzusetzen. Gut. Was war mit der Armee Biton? Die hat noch gar keine große Erfahrung. Okay. Also mit der Armee, ja, Telephos haben wir. Pergamos hier oben. Und Kleobis, alles klar. Soweit, so gut. Beenden wir mal die Runde.
Da ist jetzt gerade eine Armee verschwunden. Ich hätte das jetzt lieber gesehen, wenn das ein bisschen langsamer vonstatten gegangen wäre. Nein, es tut mir leid. Ich kann mir keinen Krieg gegen Armenien leisten. Es ist absolut unrealistisch. Es ist nicht machbar. Okay, Rhodos haut wieder ab. Sollen sie machen, ist okay. Unsere verborgene Agentin wurde entdeckt, das ist nicht schlimm. Linus ist jetzt da. Der Preis der Hingabe. Die Hohepriesterin hat recht. Die neue Tempelsteuer war der Wille der Götter. Nach dem Gespräch mit euch kehrte sie zum Tempel zurück und fand ihn nach einem Blitzschlag zerstört. Ein Zeichen von Zeus. Unmut über ihr Versagen. Wir kriegen plus 10 Steuersatz für 5 Runden in Tarsus. Okay. Gut. Okay. Besorgte Bevölkerung in der Asia. Bist du... Du wirst dann jetzt wieder eine Steuerprovinz. Denn jetzt machen wir ja mehr Steuern. Korruption, 6,5%, ist noch in Ordnung. Wichtig ist aber hier eher die Nahrungsmittelversorgung, die ist wichtiger. So, jetzt kann es langsam rund gehen. Iconium hat das Gehöft fertiggestellt, auch sehr gut. Auch hier bauen wir nur die Getreidegrube. Und Zypern wurde vernichtet. Wir haben Bevölkerungsüberschuss in Kilikien. Werden uns auch hier direkt mal baulich betätigen. Die Frage ist, brauchen wir hier einen Tempel oder ein öffentliches Forum? Ich wäre schon dafür, hier erstmal das Forum zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich hier so viele Einheiten rekrutiere, lohnt sich der Tempel eher. Wenn ich hier Einheiten rekrutiere, lohnt er sich, glaube ich, etwas mehr. Jetzt weiß ich nicht, zählt die Tante hier tatsächlich als... Wie kann ich euch dienen? Da fängt das Spiel an zu laggen, sobald ich mit dem Mauscursor da drüber gehe. Ich will den ja ganz gerne... Da rechnet das Spiel irgendwas oder so, keine Ahnung. Ich würde den dann ganz gerne vergiften wollen, aber das will das Spiel offenbar nicht. Machen wir es etwas anders. Beweg dich hier hin und hol mir noch ein paar Einheiten. Ich hätte gerne... Soll ich mal... Sind das schon Herbarn-Pikiniere oder... Naja, das sind diese billigen Herbarn-Dinger. Die sind halt auch scheiße. Die müssen wir auch irgendwann loswerden. Was gibt's noch? Galatische Speere. Die sind auch nicht so schlecht. Die haben halt den Vorteil, dass die Anti-Kavallerie-mäßig ziemlich reinhauen können. Vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Wie teuer sind die im Unterhalt? 83. Das Geschenk können wir mal ausprobieren. Die haben hier nämlich nicht den die normalen Hopliten, die ich habe. Die erhöhen zwar die Moral und so weiter und so fort, aber die bringen halt alle keinen Bonus gegen Kavallerie. Insofern finde ich die ganz gut. Wir werden außerdem noch eine Einheit tarantinische Kavallerie mit dazu nehmen. Ich hätte gerne 2 Einheiten, aber... Ich kriege leider keine 4. Schade. Dann ist die Frage, sollen wir noch Einheiten rekrutieren hier? Okay, wir nehmen 2 Bogenschützen, weil die billig sind. Erstmal. Wir haben hier 3 Einheiten Kavallerie, die ist aber angeschlagen. Muss man ganz kurz gucken. Tarantinische Kavallerie ist halt als Plänkel-Kavallerie, die ist halt cool, weil die ist halt ultra, ultra schnell. Ja, doch. Es schadet nicht, 2 so Spezialeinheiten mit dabei zu haben. Das ist definitiv kein Fehler. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Zeit, finde ich. Hier unten, da ist noch nichts zu sehen. Kann ich was sabotieren? Nee. Gut, dann... Diese Sichtweite von dieser Agentin ist ein Witz. Die hat noch nicht mal einen Nachteil auf Sichtweite. Es ist echt ein Witz.
Lasst uns diese Sache wie zivilisierte Männer besprechen und erkennen, dass ein Bündnis von Nutzen wäre. Oh. Epirus ist echt stark. Aber die sind im Krieg mit Athen und mit Sparta. Wer würde Sparta jetzt den Krieg erklären? Ich sehe das noch nicht so. Ich sehe das echt noch nicht so. Es könnte natürlich sein, dass Sparta mich dann irgendwie in den Krieg rufen will gegen Makedonien oder so. Was definitiv unsinnig wäre. Wir können erstmal, aber wir müssen es noch nicht machen. Nee, wir müssen es noch nicht machen. Das lohnt noch nicht. Es war tatsächlich so, dass das Pergamenische Reich eher auch nach Westen expandiert ist und nicht nach Osten, so wie ich das gerade mache. Also meine Vorgehensweise ist zwar insofern... Oh, die dumme Drecksau, ey. Lysander ist gestorben. Okay, aber er war auch schon alt. Überfall eine Siedlung der Kidri. Ja, ja, klar, deine Mutter auch, ne? Klaro. Ah, gut, er hat aber nicht diese Armee hier vergiftet. Schön, schön, schön. Forschung abgeschlossen. Das habe ich jetzt nochmal erforscht. Belagerungsturm. Okay, das heißt jetzt, wir nehmen weniger Verschleiß bei Belagerungen. Korrekt. Minus 40% Verschleiß. Gut. 14, 14, 20. Das ist eine Full-Stack-Armee. Die kann sich sehen lassen. Kann ich euch behilflich sein? Sabotieren. Ein. Schöner Scheiß. Aber okay. Schlüsselfeindlichen Agenten auszuweichen. Kultureller Einfluss, öffentliche Ordnung. Attentat, Gift, Manipulation. Brunnen vergiften plus 12%. Okay. Ja, der will mich jetzt hier natürlich mit. Den Tarsus ist jetzt die ganz reguläre Garnison geschwächt. Das ist aber noch vertretbar. Ja. Du läufst schon mal hier hin. Und vielleicht. Ah, das sind einfach so viele Truppen und dann noch Streitwagen. Dabei ist einfach so viel. Er soll ankommen und dann reiben wir ihn auf. Bithynien belagert. Ankara. Ist Ikonium eine Steuerprovinz? Ja. Bringt immerhin drei Nahrung. Es ist ja nicht verkehrt, ne? Ja, ich schlage echt vor, dass wir hier ein bisschen warten. Wir hungern nach einer Schlacht. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Und dass wir hier noch ein paar Bogenschützen mitnehmen. Ich erwarte eure Befehle. Ja, ich glaube, wir haben hier eine sehr gute Infanterie und da können wir auch was gegen die Seleukiden mit anfangen. So, jetzt schauen wir nochmal, was wir hier bekommen können. Ausbildungsfeld. Nahkampfangriff und so weiter, das ist schon mal ganz gut. Wir wollen natürlich noch mehr belagern. Kosten für Belagerungseinheiten, alle Provinzen. Minus 40 Verschleiß Unterbelagerung, plus 1 Belagerungszeit für alle belagerten Siedlungen. Ermöglicht den Bau von Schildmacher. Das ist auch eine coole Sache auf jeden Fall. Pionierwerkstatt, das wollen wir ganz gerne haben. Vorbelagerung, Rambock und Schildkröte. Mhm.
Munition für Einheiten bei Belagerungsverteidigungskämpfen. Minus 60% Verlust über Verteidigung und Belagerung. 20% Schüsse für alle Belagerungseinheiten. Hier kommen die coolen Tags auf jeden Fall. Wir gehen auf die Torsionstechnik. Das scheint mir hier der sinnvollste Weg zu sein. Ich möchte halt gerne mehr belagern. Das ist doch was, worauf ich mich hier bei diesem Spiel freue. Ich möchte gerne mal wieder so ein bisschen Belagerungsfeeling wie bei Rome 1 haben. Das ist wahrscheinlich strategisch gesehen absoluter Schwachsinn. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht hier. So, schauen wir mal, wem mir jetzt die Schwester hier drüben vergiftet. Ich sehe mal zumindest nichts. Muss uns natürlich wieder mit meinem... Ja, der vergiftet jetzt irgendwas, oder? Ach nee, guck mal da. Wenn ich jetzt... Entschuldigung, wenn ich jetzt dahin käme, da einen Nachtangriff durchführen, ohne dass er die Verstärkung aus der Stadt kriegt. Das müsste doch was geben, oder? Ladies, könnte das was sein? Unser verborgener Agent wurde uns egal. Militärische Vorräte vergiften, das ist natürlich nicht so gut. Okay, gut, er hat den General erwischt und die tarantinische Kavallerie, das geht. Galatische Schwertkämpfer ist schade, auf jeden Fall. Aber gut. Okay. Oh, fuck. Ich glaube, ich schaffe das nicht, ne? Haha, es sieht so aus, als könnte es gehen. Hulalalala. Da müssen wir dann tatsächlich mal schauen. Ah, die ist auch komplett aufgehalten. Ich kann doch nicht mal die Stellung ändern. Das ist natürlich extrem scheiße. Ja, das da ist Dreck, außer der General, der ist gut. Halt Streitwagen, ne? Da müssen wir aufpassen, die hauen rein. Kennen wir ja bereits. Okay. Und immerhin gibt es jetzt schon mal Ballisten. Aber da wollen wir natürlich weitermachen. Okay, wir machen folgendes. Also ich muss mal quicksafen und einen Schluck Tee trinken. Okay, folgender Vorschlag. Im Idealfall funktioniert es folgendermaßen. Hier rüber. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, Vorräte vergiften. Okay, gut, war nicht anders zu erwarten. Angriff auf die Armee hier. Vorher aber Truppen hinzuziehen. Okay, geht nicht. Danke, Spiel, du bist asozial. Angriff. So, dann bleiben die schon mal zu Hause. Aha, die kommt mit. Okay, gut. Ja, ist okay. Es ist halt einfach nur so saublöd, dass ich jetzt halt meine... Ach. Obwohl, ich weiß nicht, ob das gegangen wäre. Na, wir machen es gleich. Aufschirm starten, bitte. Okay. Nur das sind alles Steinschleuderer, okay. Wunderbür. Obliegen! Ich erwarte eure Befehle. Obliegen bereit! Ich erwarte eure Befehle. Die... Ich bin gerade ganz begeistert von dieser KI-Aufstellung. Die ist ja mal richtig gut. Und außer die Kavallerie, die steht doof. Die stelle ich in der Regel immer hier hin, damit die erstmal ein bisschen geschützt ist, ne? Ja, du hierhin. Also ich habe ja immer ganz gerne noch eine Kavallerie, die ich dann flexibel auf die Flanken verlagern kann, wenn es eben gefordert ist. Aber das Sage sieht doch ganz passabel aus.
Ja, Kommandant! Wir benutzen die Steuerungstaste und Rechtsklick, damit die Einheiten ausgerichtet bleiben. Für alle, die das hier noch nicht kennen, Leertaste drücken, zeigt uns an, wo die Einheiten hinmarschieren. Muss man ja immer wieder mal sagen, es gibt ja immer wieder neue Zuschauer, die das noch nicht kennen. Und dann ist das etwas hilfreich, wenn man denen das nochmal gerade sagt. Müsste von der Range her fast schon hinhauen. Wir werden auf jeden Fall... Drüben steht sein General... Sensenstreitwagen sind halt sau eklig. Vor allen Dingen, wenn er von der Seite in die Phalanx reinbrettert. Das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht großartig verhindern können, weil die KI macht das halt einfach mal so. Und ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich sehe die Truppen aus der Stadt noch nicht. Sinnvollerweise müssten die von der Seite kommen, was auch erklären könnte, warum sein General da drüben steht. Kavallerie. Reitet los! Okay, du machst jetzt aber irgendeine Scheiße, was ich unmöglich gut finde. Warum macht er das ausgerechnet jetzt? Das verstehe ich nicht. Okay, er rennt sogar tatsächlich in die Range rein. Ich muss mal kurz pausieren. Stehen meine Einheiten jetzt richtig? Ja, sieht so aus. Okay. Ah, wir müssen mir die K-Taste mal hier nur irgendwie gerade... Leute, das mache ich mal schnell. Sekunde bitte. Ich lege mir mal die K-Taste noch hier auf mein... auf meine Tastatur, auf mein Gaming-Pad. Wo packen wir die denn hin? Wo ist denn noch Platz? Da ist die Pause-Funktion. Brauchen wir nicht. Ach, wie wär's denn? Hier mache ich das. Das ist doch ganz passabel. Aha, tipptopp, okay. Gut, gut, dann können wir das auch hin und wieder mal nutzen. Also, er rennt jetzt. Ich habe mir übrigens zu Weihnachten schon eine neue Grafikkarte gewünscht. Keine Sorge, dann wird das alles auch von der Optik wieder ein bisschen besser. Aber der rennt tatsächlich voll. Der rennt mir voll in die Range rein. Warum macht die KI sowas? Ach so, weil wahrscheinlich, weil seine Fernkämpfer halt im Nahkampf... Entschuldigung, ich wollte sagen, also er rennt wahrscheinlich rein, weil seine Fernkämpfer meine im Fernkampfduell sowieso total dominieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da kann ich auch mal eine erste Salve haben, der hat 5 Stück, habe ich keine Chance gegen. Also gerade der Fernkampfschaden der KI, der ist so riesig, da kann man nichts gegen machen eigentlich. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist hier unsere Jungs in den Hopliten, nicht in den Hopliten, weil in die Phalanx schicken. Hier rüber. Achter Kavallerie! Hopliten bereit! Führung! Achter Kavallerie! Schnell vorrücken! Okay, wir ziehen mit der Kavallerie auf der Seite vorbei. Super, schnell vorrücken! General! Bereit zum Einsatz! Heerbeamtin Geniere! Ausrücken! Zu euren Dienst! Zerstückelt sie! Die hier rüber. Schneidet sie in Stücke! Achter Kavallerie! Steinschleuderer! Ich glaube, das packen wir aber ansonsten ganz gut. So, und jetzt kommt der nächste Angriff. Das muss jetzt aber die Moral der leichten Kavallerie brechen. Leute, es ist leichte Kavallerie. Es war gerade ein voller Angriff in den Rücken. Ja, der muss da natürlich irgendwie mal raus. So, der hat sie jetzt voll abgekriegt. Komm, der nächste. Läuft. Okay. So.
Und ab da hoch. Okay. Passt. Und jetzt rollen wir hier oben seine Fernkämpfe auf. Wir werden uns jetzt hier mit den... Dann müssen wir jetzt aufpassen, dass er da nicht durchgeht. Aber er rennt in die Phalanx. Das muss es eigentlich sein. Okay, sieht gut aus. Oh ja, sehr gut. Okay, dann versucht jetzt den General zu plätten. Der steht fast da. Es müsste eigentlich sehr, sehr einfach sein. Jawohl. Okay, exzellent. Richtig gut gelaufen. Richtig gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Truppe. Wenn da jetzt ein, zwei Einheiten abhauen, dann ist es halt so. Aber hier drüben, da muss jetzt alles aufgerieben werden, was irgendwie flüchten könnte. Jawohl, das sieht gut aus. Sieht gut aus da drüben. Versuch sie hier abzufangen. Autovollmodus hier bitte ausmachen. Stehen. Das braucht's jetzt nicht. So, und... Ach, fuck, den da hinten erwische ich nicht mehr. Ich wollte gerne etwas... upsala. Etwas mehr zeigen von diesen Szenen, aber... das war jetzt gerade hier bei dieser Schlacht natürlich wieder sehr entscheidend, dass man da mit allen Sinnen beisammen ist. Das ist halt einfach das Problem, wenn ich Kampagne spiele. Ich konzentriere mich immer sehr und versuche ja wirklich hier immer optimale Schlachtergebnisse. Oder zumindest optimalste Schlachtergebnisse zu erzielen. Und dann schaffe ich das leider nicht immer, die, ich sag mal, diese Kriegsästhetik hier präsentieren zu können. Ja, das entgeht mir dann manchmal leider. Okay, den erwische ich nicht mehr. Aber zumindest die hier noch. Das ist ganz gut bei der Nachtschlacht, da, oder bei der Nacktschlacht, da sieht man dann wenigstens ganz schön, wo die Einheiten hinflüchten. Gefällt mir gut. Ja, und das gibt auch noch einen schönen Charge. Gut, gut. Da sehen wir zum Beispiel, das sieht mir aus, als würde da nur einer stehen, oder hat da einer seine Fackel verloren? Tatsache, der hat seine Fackel verloren und ist von Steinen begraben worden. Wer von euch war das? Wer hat die Steine auf den Seleukiden geschmissen? Ich denke mal, der General wird es überlebt haben. Vermutlich. Zufällig. Wenig Kills bei unseren Steinstörern, aber die haben viele Kills gesaugt, also ne, haben viele Kills eingesteckt. Das ist eigentlich ganz gut. Dadurch haben wir die Infanterie schonen können. Die Hopliten haben sich gelohnt insgesamt. Die Pikiniere auch. Starker Kampfeinsatz. General ist aufgerieben. Gefangene werden wir töten. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Zu euren Diensten. Mhm. Ich erwarte eure Befehle. Könnten dann damit hier zur Belagerung übergehen. Ach, das ist, weil da noch eine Flotte dabei ist. Okay. Was haben wir da? Eine mittlere Galerie. Nehmen wir doch mal so einen mittleren Belagerungsturm. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Okay. Wir ziehen hier noch eine zweite Truppe dann dazu.
Ich denke mal, er wird gleich dann eine dieser Armeen hier sabotieren mit dem Agenten. Aber das müssen wir dann versuchen, hier mit Psamate zu konterkarieren. Wir könnten noch ein paar billige Truppen mit reinnehmen. Die östlichen Söldner-Speerträger, die hauen ultra rein. Wir haben recht viel Geld. Können es sparen oder wir können es direkt einsetzen. Wir haben ja eine Armee mehr oder weniger. Warte mal, Lysander ist ja über den Jordan. Wer ist denn jetzt da momentan? Sein Nachfolger. Anakletos. Anakletos ist das. Okay. 350. 258. Das ist ein Unterhalt. Der ist halt. Ist krass. Das sind 280% Kosten. Der Wahnsinn ist ja. Das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse, ne? Pikinier, okay. Immerhin die. Ja, gut. Die. Also Tarsus kann nicht direkt eingenommen werden. Da sind wir eigentlich relativ sicher. Sehe ich hier, wie hoch der Verschleiß ist? Nee. Warum? Das muss ich jetzt wirklich nochmal fragen. Effekte des Agenten, minus 10 Sichtfeld. Ich habe noch nie wirklich diese minus 10% oder minus 10 aufs Sichtfeld nicht bekommen durch einen Streiter. Das kriege ich immer. Minus 10 Sichtfeld. Immer. Ich weiß nicht, warum ist das so? Ah ja, okay, gut, ist ja auch egal. In die Gruppe schicken, bitte. Das war aber keiner hierfür. Nee, schade. Schaut so auf, verwunden feindliche Agenten in Notwehr. Das hat bisher nicht ein einziges Mal funktioniert. Du hast Autorität. Minus 1 feindliche. Oh, wow. Minus 1 feindliche Belagerungszeit. Das ist eigentlich ziemlich gut, ne? Das ist genau der richtige Trade für dich. Du wirst ja eine. Anakletos. Der sollte eher eine Verteidigungsarmee machen. Aber ich habe gerade den Trade hier gesehen. Da juckt's mich ja in den Fingern. Ja, auf jeden Fall. Nahkampfangriff. Ja, dauert noch ein bisschen, bis der wieder in der Gruppe ist. Okay, coole Sache. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich was zur Geschichte von Telephos sagen, aber wir haben jetzt fast 40 Minuten aufgenommen. Das heißt, ich muss das nochmal auf den nächsten Part verschieben. Wir haben ja aber ein bisschen was über Kleobis und Biton gehört. Das ist doch, denke ich, auch eine schöne Geschichte gewesen. Über Telephos, wir bleiben dran, wir bleiben am Ball. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich nochmal Pax vobiscum valete oder auf Griechisch Eirene Hymin.